schön, dass ihr am Start seid zum Video hier auf dem Zweitkanal. Ihr habt richtig gehört, ihr seid auf dem Zweitkanal. Wir sind in Istanbul und wir werden Nusra testen. Bila, du bist auch am Start. Der Burger soll Welt sein, hast du gesagt. Also ich sag dir, Steak ist leider nicht so besonders. Ja. Aber Carpaccio und Burger, top. Bombe, ja. Ahmed ist auch am Start und Freshki ist auch am Start. Wir werden alle testen. Und ja, Mann, wir gucken auf die Karte. Es wird Wildes auf uns zukommen. Wir machen spontan zwei, drei Gänge, verspreche ich euch. Guckt euch das an hier, ja. Ein Traum, Mann. Alter Schwede, ich bin im Paradies. Den kriegen wir gleich auf den Burger hier. Putz. Hallo, Abi. I come from Hamburg, Germany, and I hear it's the best burger all over the world. In the world, the best burger is Nusret. Nusret, yes? Yes. So, jetzt werden wir erstmal gucken. So amazing, the meat. Oh, delicious. The best one. I take all what you have. Okay, I can give you all one. All, and you pay for me. Okay. Fresh Gear, ja, was hast du hierzu, Mann? Optisch habe ich mir nicht. Okay, aber der Burger könnte knallen, ne? Der Burger könnte knallen. Da sah ein geiles Stück aus, es war ein Tomahawk Steak. Hast du Tomahawk schon mal probiert hier? Ja. Und das war auch nicht so stark, ne? Okay. Überhaupt nicht sogar. Überhaupt nicht sogar. Habe ich wirklich gut gegessen. Tomahawk Steak, oh, habe ich geil gegessen. Also Ahmed und ich haben eine Vision. Wir nehmen auch mal Sachen, die nicht jeder hier hatte. Sushi nehmen wir. Drei Pieces. Carpaccio. Drei Gänge. Komm, Ahmed, lass uns drei Gänge machen. Burger jeder für sich und Carpaccio und Nusret Spezial Sushi, das werden wir teilen. Das reicht, denke ich. Ja, nehmen wir erstmal Runde 1 dann. Special Sushi. Wenn vielleicht die Auswahl noch ein klein bisschen schrauben, weil Bila zum Beispiel auch Carpaccio nimmt, kann man ja einmal von probieren von deinem Carpaccio bestimmt, ne? Edel. Edel. Wäre geiler, wenn er gesagt hätte. Wir werden schon eine geile Auswahl für. Lasst euch überraschen, drei Gänge bei Nusret. Okay. Viel Spaß. Oh, guckt euch das an, Leute. Beef Sushi ist das. Krass, er macht einen Rap draus. Ich fass es nicht, Mann. Wieder, kann ich ein Stück haben? Nee. Das hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt kommt. Hättest du das gleich gesagt, hätte ich auch bestellt. Das hab ich dir gesagt. Du machst immer wieder den Fehler, wenn ich was sage. Ich dachte, wir nehmen lieber jeder von jedem was. Viel Spaß bei Runde 1. Ich glaube, wir machen 4 Runden heute. Boah, ja. Zweitkanal geht alles. Lasst ein Abo da auf dem Zweitkanal, Leute. Unbedingt. Und einen Daumen oben knallen. Wir geben alles hier auf dem Kanal. Ahmed, kannst du einmal filmen vielleicht? Ahmed wird heute echt durch den Kakao gezogen. Senf drüber, dann haben sie halt das Balsamico-Essig. Den Balsamico-Essig, Parmesan und noch ein bisschen Nachos. Und was für ein Salat ist das? Rucola. Und ein bisschen Rucola. Cremig, käsig, süß, sauer, alles zugleich. Hab mal so einen Grillkurs belegt, hat mir gesagt, man braucht die 4 S, süß, sauer, salzig, scharf. Und dann schmeckt's gut und das bringt alles mit sich, Mann. Das ist so geil, dieses Käsearoma noch. Das Perverse da drin, Leute, sind diese Cracker. Die Parmesan-Chips geben irgendwie diesen, ich nenne es jetzt noch perversen Charakter da rein. Da ist so irgendwie dieses Feeling auch. Ist ja so ein bisschen wie Chips auch. Keine Ahnung, wie soll ich es vergleichen? So nach einem Vollsuff, Kater geschoben, sich einfach irgendwas reinballern. Das gibt dieses Edle, vereint das irgendwie mit diesem, oh, einfach perversen, keine Ahnung, Charakter, Mann. Ich finde, wenn man sich so ins Fleisch reinschmeckt, das Fleisch finde ich jetzt nicht so krass, ne? Aber diese Kombi ist einfach ein Gegner aus dem schönen Fleisch. Generell dieses süß-sauer. Denn dieses Parmesan-Chip, es hat auch diesen gewissen Snack-Charakter. Diesen perversen Chips. Ich gebe mir jetzt einfach auf eklig Charakter. Aber das zusammen ist einfach, boah,
ist geil. Aber wie gesagt, Fleisch, wie ich finde, hat ein bisschen Nachbesserungsbedarf noch. Los geht's in Runde 2, Special Sushi. Boah, krass. Das Fleisch ist sogar sehr dünn, ne? Man dachte, das wäre so ein Meatball. Also sag dir ehrlich, kriegt mich jetzt nicht so. Kriegt mich auch nicht so. Aber was zumindest hat, hätte ich nicht gedacht, es hat so ein bisschen Sushi-Charakter. Es fehlt ein bisschen Nachdruck. Ist überhaupt nicht lasch, aber es fehlt ein bisschen der Boom gewisses Etwas so. Das obendrauf ist auch eher einfach knackig, aber hat nicht viel Geschmack. Jetzt zum Schluss kommt zumindest ein bisschen Salz. Das scheint hier oben noch mal gearbeitet zu haben. Irgendwie geil, aber irgendwie auch nichts. Es hat was, aber man wird es nicht wieder bestellen, ne? So will ich dich sehen, mein Lieber. Nee. Und gucken, Leute. Riesengarnelen, ja. Haar. Hast du ein Haar drin? Oh, das ist echt ein Schamhaar. Ich hab auch keinen Bock mehr zu essen. Zeig ihm das. Also die haben eben, ich muss es mal festhalten, Haar drauf. Die haben eine Kohle ausgeschüttet auf Achmeds 10.000 Euro Kamera. Auf Handy, auf alles. Die haben uns kaputt gemacht heute. Okay, Leute, ich versuche das auszublenden. No, that's the hair. Er will uns sagen, das ist von der Krustentier. Ich will weg hier. Das schlimmste Tour meines Lebens. Wir haben noch eine Foto gefilmt, 90% Müll gewesen. Ich liebe Garnelen, aber die war jetzt geschmacklich. Ich fand die gut. Ich muss sagen, ich fand die gut. Das war dein Ekel im Kopf, Rudi. Also ich finde, sie war schon relativ saftig, was die meisten nicht hinkriegen. Dann ist sie mehr trocken und hat ein geiles Raucharoma. Also das war für mich schon geil hier. Aber wenn du ein Haar drin hast, kann ich verstehen, dass das in dem Moment dann nicht mehr bockt. Leute, wir sind ein bisschen geschockt. Achten wir mal drauf, ob die uns nachher das in Rechnung stellen noch. Okay. Die sind so geil, Leute. Der nächste haut mir fast Kameras an. Ich hab das noch nie erlebt, Mann. Die sind alle drauf oder so. Ja, die Pommes sind krass, sag ich ehrlich. Sehr gewürzt. Haben italienische Kräuter drauf, so ein bisschen Tomatennote. Bisschen was vom Miracoli. Ja, ein bisschen was vom Miracoli, richtig aber gesagt. Geil. Also die Pommes, Welt für mich. Just explain the things you see in the shrimps is not any hairs. The jumbo shrimps already got the hairs, you know. I can show you. No, we think that's not this one. He check it. Okay, thank you. It's okay, not problem. Passiert halt, Leute. Es ist scheiße, aber schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir testen den Burger. Angeburnt von unten auch noch. Käsig, rauchig, durch den Bacon, geiles Feeling. Passt super zu der Röstung, dieser Bacon halt auch, ne? Special Konsistenz vom Fleisch, sehr buttrig, auf jeden Fall. Das Fleisch, das erinnert mich irgendwie. Ähnelt gar nicht an so einen Standardburger, überhaupt nicht. Ganz komprimiert, aber geil. Der Biss erinnert mich so nur vom Biss, dann teilweise manchmal von so einem Imbissburgern. Hört sich blöd an, ne? Von Imbissburgern, die haben dann ganz andere Wolfung, ganz anders komprimiert, aber das in geil nur. Ganz krank und leicht bröckelig das Fleisch beinahe. Ganz wild. Guck mal hier die Zwiebel noch. Heftiger Burger, Leute, heftiger Burger. Die grillen den halt von allen Seiten, ne? Und vielleicht ist es das, was diese spezielle Konsistenz von dem Fleisch liefert, aber es ist pervers geil irgendwie. These, meinem Befinden nach, passt super. Ist wahrscheinlich so ein Billig-Cheddar, aber manchmal schmecken die einfach. Geniale Kombi, simple Kombi, mit Zwiebeln einfach, mit dem Bacon, mit dem Fleisch, das war's eigentlich. Angeröstet, schön matschig, man sieht das, sapschig, so war's.
Very delicious. Very delicious. Yes. Also Abschluss vom Video, Leute. Zum Schluss, gerade die Fleischgerichte haben in der Hinsicht ein bisschen enttäuscht, dass das Fleisch immer geschmacklos war und irgendwie nicht im Mittelpunkt. Der Rest hat das ganz geil gemacht, so auch das Carpaccio. Das war im Gesamtkomplex recht nice und der Rest so mittelmäßig. Das Einzige, was ich jetzt bewerten möchte, wirklich, und was geil war, der Burger, den würde ich echt eine 8,5 geben, Mann. Mit 8,5, der Burger hat mich verkauft. Was ganz anderes, einfach geil. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, ihr habt gecheckt, dass wir auf dem Zweitkanal sind. Lasst gerne ein Abo da. Dieser Kanal muss auch mal richtig explodieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst den Daumen auch gerne oben knallen und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.